Das Bedienen eines Smartphones oder Navi kann mehr als 2 Sekunden dauern. In dieser Zeit ist die Aufmerksamkeit nicht auf der Straße. Man spricht hier von einem sogenannten Blindflug. Wir schauen uns das mal genauer an. Also, da gibt es eine Faustformel für den Weg in der Sekunde. Das bedeutet Geschwindigkeit durch 10 mal 3 hast du die Meter in der Sekunde, die du zurücklegst. Ne? So. Also, bedeutet, innerorts fährst du 50 km/h. Du legst 15 Meter zurück. Innerorts. Ne? Also, Geschwindigkeit haben wir 50 km/h. Durch 10 haben wir 5, mal 3 haben wir 15 Meter. In einer Sekunde. Wir sprechen hier vom Blindflug von mindestens 2 Sekunden. Also legst du bei 50 km/h, wenn du aufs Handy schaust, 30 Meter zurück. Zum Beispiel Landstraße 80 km/h. Na? Also haben wir die Geschwindigkeit durch 10 haben wir 8 mal 3 haben wir 24 und das nochmal doppelt genommen haben wir 48 Meter, die wir zurücklegen. 48 Meter bei 80 km/h. Da kann auch viel passieren. So, und auf der Autobahn, mein Gott, es geht weiter. Mit 150 km/h lege ich 45 Meter zurück in einer Sekunde. Und wenn ich aufs Handy gucke, 90 Meter. 90 Meter Blindflug. Um das mal zu realisieren. Also bedeutet das jetzt, dass ich mein Handy oder Navi, wie auch immer, nicht mehr im Auto benutzen darf? Doch, schauen wir uns mal an. Grundvoraussetzung, um sein Handy in der Fahrt zu benutzen. Handy muss sich in einer Halterung befinden, so wie wir das im unteren Bild sehen. Eine stabile Handyhalterung. Darf nur mit einem Knopfdruck bedient werden. Anruf entgegennehmen gilt auch zum Beispiel oder anderem auch für das Radio. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin jetzt unterwegs, ne? Kriege einen Anruf, ich gucke auf mein Handy, mein bester Kumpel ruft an. Ja, so, jetzt habe ich die Möglichkeit, auf den grünen oder auf den roten Knopf zu drücken. Das ist alles, was ich machen darf. Mehr nicht. Entweder den roten Hörer oder den grünen Hörer. Mehr nicht. Das geht auch beim Radio. Wenn ich jetzt Auto fahre und ich höre jetzt einen Radiosender, der mir nicht gefällt, ja, kann ich jetzt nicht während der Fahrt anfangen, das Radio umzuprogrammieren oder auf Suchfunktion zu gehen, sondern ich gehe auf Speicherplatz 2 oder Speicherplatz 3 oder Speicherplatz 4. Ne? Die eine Knopfdruckregelung. So, ganz wichtig. Freisprechanlage oder Headsets. Nur einen Knopf im Ohr. Also Freisprechanlage darf ich nutzen, natürlich. Ich darf auch die Headsets benutzen, also diese Kopfhörer, die es da gibt und so weiter. Ja. Aber dann auch wirklich nur ein Ohr, nicht beide Ohren. Ich will mich nicht von der Außenwelt jetzt abschießen, ja. sondern wirklich ein Ohr freilassen, falls, ne, ich muss ja noch hören, was da draußen passiert. Ja. Denkt an die Sinnesorgane, die müssen alle noch fungieren oder funktionieren. Mit einer sogenannten angepassten Blickzuwendung. Also ich fahre, gucke, alles klar, ist mein bester Freund, grüner Knopf, fertig, nehme ich an. Keine E-Mails oder WhatsApp, SMS checken, kein Facebook, Instagram, Twitter und Co. Das gleiche gilt auch für ein Navigationsgerät oder Radio. Erst vor der Fahrt alles einstellen. Ja? Beides muss fest fixiert sein. Das sehen wir oben zum Beispiel, das Bild mit dem Navigationssystem. Und das Radio ist ja sowieso mal fest eingebaut. Ne? Das Navi oder das Handy mit Navi-Funktion immer vor der Fahrt einstellen. Ganz genau. Auch beim Navi und Radio eine angepasste Blickzuwendung. Auch ein Telefonat kann dich ablenken. Und zwar langes Meeting mit deinem Chef, Streit mit deinem Partner, langes Diskutieren, lustige Geschehnisse, Berichten. Auch bei einem Telefonat können einige Emotionen stehen, Wut, Trauer, Angst oder Spaß, die mich halt ablenken. Ja, wir dürfen telefonieren. Ja. Im Auto sollten jetzt aber keine Meetings abhalten, keine Grunddiskussionen mit dem Chef führen oder mit dem Partner führen. Wie auch immer. Ne? Oder den letzten Bachelor
durchdiskutieren. Ja? Nein. Ja? Wenn wir sollen, also wenn dann wirklich nur kurz Bescheid geben, ich komme zu spät oder hier, pass mal auf, das und das müssen wir machen, das müssen wir machen, denk dran, bababa. Sowas völlig okay. Wenn ich lange Telefonate habe, dann bitte hier auch ab auf den Rasthof, ab auf den Parkplatz in Ruhe telefonieren. Ja? Nutze die Freisprechanlage nur für kurze Anrufe, zum Beispiel, dass du dich verspätest oder dass dein Partner schon mal die Pizza in den Ofen schieben soll. Ganz genau. Bei längeren oder intensiven Gesprächen ist es besser, rechts ranzufahren oder einen Parkplatz aufzusuchen. Einstellung und Werthaltung gegenüber Fahrzeugfahrer und Straßenverkehr und Menschen da draußen. Na, das ist wichtig. Uns soll immer klar sein, wir führen ein Kraftfahrzeug bis zu 3,5 Tonnen. 3,5 Tonnen Stahl. Das ist viel. Und auch bei geringer Geschwindigkeit kann man damit ganz, ganz viel Schaden anrichten. Ja? Was für ein Typ Fahrer willst du sein? Sieh den Straßenverkehr als komplexes System an. Ja? Ärger dich nicht über Fußgänger, ärger dich nicht über Fahrradfahrer, ärger dich nicht über andere Autofahrer. Wir müssen alle aufeinander aufpassen. Denn dann wird das erst da draußen an. Partnerschaftliches Verhalten, ganz genau. Vermeidung von Störungen im Verkehrsablauf. Also jetzt nicht unnötig in der zweiten Reihe stehen, weil ich schnell in Späti rein will, mir noch ein Fußbild kaufen möchte. Orientierung an Leitbilder des Verkehrsverhaltens. Dein Leitbild sollte ein Fahrer sein, der die Erfahrung hat, Verkehrssituationen richtig zu erkennen und zu bewältigen, seine Emotionen sowie sein Fahrzeug zu beherrschen, sich partnerschaftlich verhält, sich seiner Verantwortung bewusst ist und Verantwortung für die Umwelt trägt. So. So sollte das ungefähr aussehen. So, liebe Freunde, das war's schon gewesen. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Schön, dass ihr euch das bis zum Schluss angeguckt habt. Dankeschön. Bleibt weiter auf dem Kanal, weitere Videos folgen. Als nächstes kommt natürlich Thema Nummer 2, Risikofaktor Mensch. Und genau, bis dahin, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern, das war er. Dankeschön. Tschüss.